Amadeus, hast du eine Uhr? Ja, Herr Professor, natürlich habe ich eine Uhr, Herr Professor. Bitte sehr, Herr Professor. Aber die hat ja keine Zeiger. Ja, das weiß ich eh, aber die Mama hat gesagt, für die Schule ist sie gut genug. Ludwig van Kammerhofer. Erstens willst du mich nicht grüßen? Ja, gern, aber ich wüsste nicht von wem. Zweitens, warum kommst du so spät? Bitte, Herr Professor, ich hab mich verschlafen. Und meine Mama hat mich zufällig gefunden beim Betten machen. Und drittens, wie siehst du denn aus? Ja, Herr Professor, ich habe nämlich einer alten Frau über die Straßen drüber geholfen. Und dabei hast du dich verletzt? Ja, die hat sich so gewehrt, die wollte einfach nicht um mich. Nimm dir lieber ein Beispiel an Wolfgang Amadeus. Der hat einen kleinen Bruder daheim und kommt trotzdem früher als du. Aha. Und wie geht's dem kleinen Bruder? Na, dem geht's gut. Der wächst und wächst. Und jetzt läuft er schon seit 4 Wochen. Geh, da wird er schon unheimlich müde sein. Ludwig, wo warst denn du gestern? Du hast ja gestern gefehlt. Ja, Herr Professor, wir haben ja Unglück gehabt zu Hause. Ja, unser Haus ist abbrennt. Aber du hast ja vorgestern auch gefehlt. Ja, da haben wir es ausräumen müssen. Ne? Ja, und außerdem, der Kammerhofer kommt ja sowieso ständig zu spät. Ja, weil ich auf deiner Schleimspur ausrutsche. Und außerdem, Herr Professor, ich habe ihn schon vor 15 Minuten im Schulhof gesehen. Bitte, Herr Professor, ich war heute sicher noch nicht im Schulhof. Ach so? Oder war es doch die Mülltonne? Du brauchst überhaupt nicht deppert reden. Ich bin nicht dick. Mir ist das Gewand nur zu hängen. Und mir geht das sowieso schon auf die Nerven. Ich muss immer das Gewand von meinen 5 Geschwistern anziehen. Aber Ludwig, bei so vielen Kindern muss man halt sparen. Ja, aber ich bin der einzige Bub. Ludwig, über dich habe ich eine Beschwerde vorliegen. Wirklich? Du bist schon mehrmals beobachtet worden, wie du spät abends mit einer Taschenlampe durch den Park schleichst und dabei Mädchen befummelst. Aber Herr Professor, Sie waren ja arme jung und haben sicher Mädchen nachgestellt. Aber ich habe keine Taschenlampe dazu gebraucht. Das sieht man ja in einer Frau. Ist eh so ein Krampen. Keiner will hätte eine Taschenlampe gehabt. Was haben wir denn gestern aufgehabt? Na, Sie gar nichts und mir zwei unsere Kappen. Ludwig. Ja? Welcher ist der größte Kontinent? Ja, ich denke Amerika. Da hast du falsch gedacht. Das ist Asien. Aha. Ludwig, und welches ist das größte Tier? Ja, ich denke der Elefant. Da hast du wieder falsch gedacht. Das ist der Blauwal. Na Moment, Herr Professor, jetzt habe ich auch eine Frage, ja? Welches Wort beginnt mit Arsch und hört mit Och auf? Ludwig, jetzt reicht's! Jetzt haben Sie falsch gedacht, weil ich hab nämlich gemeint Aschermittwoch. Rakete 1 und 2 und Pfiff! Gehen wir weiter mit Grammatik. Mit was?
Grammatik, Sprachlehre. Ein Mädchen sieht aus dem Fenster. Ludwig, was ist das? Einzahl. Sehr brav, Ludwig. Und drei Mädchen sehen aus dem Fenster. Was ist das? Ein Puff. Logisch. Passt gut auf, Buben. Jedes Wort besteht aus verschiedenen Silben. Anhand von Blumen wollen wir nun Silben üben. Sagt mir Blumen mit möglichst vielen Silben. Schneeglöckchen. Schön, schön, schön. Vergiss mein nicht. Schön, schön, schön. Geschlechtsverkehr. Ludwig, das ist ja keine Blume. Aber schön, schön, schön. Rakete auf eins, und zwei, und pfiff. Ihr müsst in der Schule immer schön sprechen. Das nennt man dann Schriftsprache. Wolfgang Amadeus, sag uns einmal einen Satz in der Schriftsprache. Mein Großvater kam onanierend die Stufen herunter. Was soll denn das wieder heißen? Dass sein Großvater über die Stirn gewichst hat, ne? Sehr logisch, sehr leicht, ne? Also, große Leuchte bist du keine. Na Gott sei Dank bei den Strompreisen. Aber Herr Professor, ich hätte eine Frage, Herr Professor. Bitte, was ist denn ein Lichtjahr? Gebete, Herr, du bist vielleicht der Koffer. Das weiß eh jeder, ne? Also bitte, Ludwig, dann erklär uns doch du, was ein Lichtjahr ist. Ja, die Stromrechnung für 12 Monate, ne? Du, Ludwig. Was? Wenn du weißt, wie viele Gummibärchen ich in meiner Hand habe, ja, dann gehören sie alle 5 dir. Oder ein Scherer. gib um alle 5, weil sonst brauche ich da nicht. Das gilt nicht, du hast geschaut. Du bist vielleicht ein kleiner Trottel. Das ist ja Wahnsinn. Ich bin ja auch noch nicht so groß wie du. Nee, bitte. Aber dafür weiß ich schon, wie man Kinder kriegt. Geh. Ja. Und ich weiß, wie man keine Kinder kriegt. Dafür weiß aber ich, dass der Nikolaus, der Weihnachtsmann, der Osterhase, dass das alles der Papa ist. Genau, außer der Storch, das ist der Briefträger. Jetzt haben wir eine Frage. Du, welche Vögel haben behaarte Eier? Was, so ein Blödsinn, sowas gibt's ja gar nicht. Sicher, die Kastelruther Spatzen. Ludwig, was? Ludwig, sag der mir lieber. Ich bin mit dran. Ich weiß doch nicht, bin ich mit ihm verheiratet? Ludwig! Ja! Sag mir lieber einen Fluss in Afrika. Ja, gern. Was für einen? Wir wollen uns jetzt mit dem Thema Recht und Unrecht beschäftigen. Also passt einmal auf. Das Haus, in dem Recht gesprochen wird, nennt man Gericht. Herr Professor, ich war schon mal in einem Gericht. In einem Gericht? Kannst du uns da etwas davon erzählen? Bitte, ja, der eine Mann mit dem schwarzen Mantel hat zu einem anderen Mann gesagt, hat er gesagt, Angeklagter, was haben Sie denn dabei gedacht, wie Sie der fremden Frau und den Kittel eingegriffen haben? Und was hat der geantwortet? Ich verstehe das selber nicht. Wissen Sie, was der gesagt hat, Herr Professor? Herr Rat, ich hab geglaubt, mir frisst der Haflinger aus der Hand. Wolfgang Amadeus, 6 Vögel sitzen auf einem Ast.
der Jäger schießt einen davon herunter. Wie viele bleiben über? Gar keiner, weil die anderen fliegen davon. Ist zwar nicht ganz richtig, aber mir gefällt deine Art zu denken. Da habe ich aber auch eine Frage, Herr Professor. Bitte eine Frage. Drei Frauen sitzen in der Konditorei und essen Eis. Die erste löffelt das Eis, die zweite lutscht das Eis und die dritte saugt das Eis. Welche von den dreien ist verheiratet? Ich glaube einmal die das Eis lutscht. Nein, Herr Professor, die mit dem Ehering, aber mir gefällt Ihre Art zu denken. Hallo, Pferd. Rakete 1 und 2 und 3. Herr Professor, mein Opa, der ist schon 90 Jahre alt und der hat eine Freundin, die ist 25 Jahre. Ja, und unlängst haben wir ihn gefunden im Park. Was heißt, ihr habt ihn gefunden? Auf einer Parkbank ist er gesessen, hat so viel, der hat so viel blärt. Der hat so viel blärt und hat gesagt, Ma, jetzt habe ich so eine junge, fesche, geile Freundin und die wartet auf mich daheim, dass ich mit ihr Sex hab. Sag ich, Opa, du brauchst ja nicht blären. Sagt er, ja, aber ich weiß nicht mehr, wo ich wohne. So, Kinder, jetzt aber genug mit euren Großvätern und Onkeln. Wir kommen jetzt zu unseren Gesangsübungen. Ihr habt ja beide ein Lied vorbereitet. Ja, Herr Professor, ich singe am Brunnen vor dem Tore. Ja, wie kurz, weil da herin wird eh keiner hören, ne? Nein, dann singe ich lieber Brüderlein fein. Brüderlein fein, musst nicht traurig sein, scheint die Sonne noch so schön, einmal muss sie untergehen, und so weiter. Wolfgang Amadeus, wunderschön gesungen und mit so einer Inbrunst. Ja, du hast den Eckkübs genau gesehen. Ja? Ja, Ludwig. Ludwig, bitte trag uns jetzt dein Lied vor. Lasst ja mal singen. Kalinka, Kalinka, Kalinka bin ich nicht. Ich bin ein Trinker, solange ein Viertel steht.